Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Legend of Grimrock 2 und Final Adventure. Wir wollen weitermachen. Schönen guten Abend, Sarah. Wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen in Crystal Lake und Umgebung, also vertikaler Umgebung, für Frieden gesorgt und wollen jetzt mal gucken, ob wir noch mehr Schaden anrichten können. Zumal wir ja noch einige Sachen, ich habe mir hier irgendwo ein paar Notizen gemacht, ja, einige Sachen ausstehen haben, die wir machen wollen. Wir haben zum Beispiel noch einiges an Secrets, die unklar sind und überhaupt. Was war denn was das? Das haben wir auch noch nicht gemacht. Pyramide, Darkbolt, Without Wine. Okay, das. Okay, fangen wir mit dem Einfachen an. Nein. Pyramide, Darkbolt, Without Wine. Also ich nehme an, auf die Pyramide schießen, wo keine Wine ist. Das lese ich aus dieser Sentenz. Haben wir hier überall Weins. Stimmt irgendwo hier im Eck oder so? Na, hier. Meine, hier war schon was, aber Darkbolt. Weiß ich, wie das geht? Nope. Darkbolt. So. Okay, ich glaube, das war nicht der Plan, weil... Nee, ich glaube, ja. Okay, das passiert übrigens, wenn man sich selbst darkboltet. Das wollte ich mal ausprobieren. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich... Okay, ist da noch mehr Pyro? Okay, ist da noch mehr Pyramide hier irgendwo? Nee, aber eine offene Höhle. Oh, das wird das Secret sein zu den 4 Hidden Switches, die wir gemacht haben. Ja. Okay, stimmt, das stand noch aus. Das hatten wir noch nicht gefunden. Ich war übrigens in der Zwischenzeit auch nochmal in unserem Hauptquartier und habe ein bisschen Essen gekocht. Also ein paar Fischpies, habe ein bisschen geerntet an unseren diversen Erntestellen. Und ansonsten nichts von Bedeutung gemacht. Wir haben, okay, hier ist offensichtlich allgemeines Nahrungsding. Okay. Können wir zwischen auch einen Handel mit aufmachen. Das ist immer gut. Jo. Ich würde sagen, wir gehen nochmal. Das ist ja alles nicht so interessant. Ach, das können wir eigentlich auch mal... 24. Trink du das mal. Du das. Das auch. Was haben wir denn? Was haben wir denn noch, was wir hier mal kurz verzehren können, wenn wir schon dabei sind? Tomb of Fire. Du brauchst das wahrscheinlich nicht. Du könntest es wahrscheinlich brauchen, weil du hast am wenigsten Stärke. Du hast das Ding. Das hast du aber wahrscheinlich auch nicht ewig. Also
wahrscheinlich für dich. Du könntest irgendwann plus 50 bekommen. Das wären 82. Mehr wirst du nicht kriegen. Also kannst du auch nochmal mindestens einmal, wenn nicht zweimal, so ein Buch gebrauchen. Und du... Ja, da würde ich sagen, teilen wir das auf. Dann kriegst du eins. Wer hatte die? Hatten doch zwei, ne? Ja, du kriegst eins und du kriegst eins. Und Tome of Balance kriegst du. Tome of Fire. Tome of Fire. Gut. So, dann brauchen wir noch... einen Lockpick. Den kriegen wir von hier. Nehmen wir gleich ein paar. Brauchen wir noch eine... Oh ja, brauchen wir noch eine Axt. Kaufen wir auch noch gleich eine Axt. Offensichtlich ist ja jetzt gerade Einkaufszeit angesagt. Also gehen wir einkaufen. Pick a Magic für Green. Also Green. Okay, haben wir das auch. So, haben wir... Welche Zeit haben wir? Haben wir einen neuen Tag? Noch nicht. Neuen Tag meine ich. Mit neuen Tag meine ich neue Woche. So. Also, wir wollen nach da... Richtig, das ist aufregend, der Rest eher so mittel. Und mit mittel meine ich Kram, den wir nicht brauchen. So. Aber damit mal anfangen. Habe ich noch irgendwas? Ist okay. So, wir wollten aber weiter hier nach Without Wine gucken. Und zwar irgendwo, wo wir uns hilfreicherweise dabei nicht selber blenden. Hier irgendwo... Ich meine, vielleicht bedeutet das ja ganz was anderes. Aber ich meine... Nee. Erst wird das sein, ne? So, nee, so, nee, so, nee, so, nee, so, ja... Gut. Zwei Secrets. Das ist gut. Wir haben Cloth. Ein Lockpick und wir haben ein Elixir of Life. Das macht dann nochmal was. Health Regeneration. Geben wir dir. Okay. Okay, wir haben was erreicht. So. Das ist noch unklar. Das hat nichts zu sagen. Ein Switch. Wir sollten, glaube ich, hier mal ins Wasser gucken. Das ist auch unklar. Okay, wo waren wir denn? Habe ich. Also, was wir mal checken wollen, ist das hier, das ist mysteriös. Das hier ist mysteriös. Das hier ist mysteriös.
Das hier. Da waren wir schon. Das hier vielleicht auch. Können wir da... Da können wir ja auch zu Fuß hin. Wir hier irgendwas sehen, was uns auffällt. Sieht nicht so aus. Ja, da ist was. Da ist ein Podestaltar-Ding. Also das ist schon der Vorteil, wenn man das hier tagsüber macht, dann sieht man sowas nämlich einfach mal. Okay, ja, da ist definitiv irgendwas. Da müssen wir... wie wollen wir denn kommen? Okay, keine Ahnung, wie wir da hinkommen wollen. Also checken wir erstmal unter Wasser. Was können wir hier checken? Wir haben Insect Meat on Shelf. Kommen wir einfach mal grob hier irgendwo hin. So, da war Insect Meat on Shelf. Das ist ja vom Prinzip schon ein bisschen seltsam. Hier irgendwo irgendwas. Only friend of the fishes. Only a friend of the fishes can enter. Ne. Friend of the fishes. Ups, okay. Ja, ja, da war, stimmt, da war was. Atmen, Wasser, Lunge. Ich erinnere mich dunkel, das mal gelernt zu haben in der Schule, dass wir Luft brauchen zum Atmen. Ja. Okay. So, element. Wormwood is favorite treat for fish. Friend of the Fishes, vielleicht Wormwood? Nur wo? Hier? Oder hier? Ist hier sonst noch irgendwas? Was ist das hier? Nichts von hier unten. Okay, wir werden wahrscheinlich... Ja, das wird wahrscheinlich besser sein, wenn ich das mit Waterwalking von oben erkunde, damit wir hier Sachen finden. Hier waren wir schon. Weil das, was wir hier im Wasser machen können, ist eingeschränkt. Okay. Ja, ich glaube, das muss man von oben machen. Okay, es wird Nacht, dann können wir einfach mal die Nacht durchschlafen, würde ich sagen.
Okay. Okay, jetzt haben wir es irgendwie wieder hingekriegt. Keine Ahnung, wie das passiert ist, dass wir wirklich jetzt auch morgens wach werden und dann wach sind. Das ist ja mal schon mal gut. So, also da. Da. Ah, hier ist was. Und hier ist auch was, ehrlich gesagt. Secret. So, das war dann. Okay, wir haben bekommen irgendwas. Habe ich nicht drauf geachtet im Stress. Wir haben keine Pickaxe mehr. Das ist okay. Okay. Na gut, wenn das so gut funktioniert, dann gucken wir jetzt dahin. Yep. Oh, da haben wir sogar ein Schild. Moment, haben wir. Can be used underwater. Breathing, haben wir nicht irgendwas für. Translation. Ich nehme an, das müssen wir translaten. Ja, natürlich. Kenn doch das Spiel. Follow the path in the clouds to the insect farm and... Okay, da Moment, da machen wir mal einen Screenshot von. Das ist mir hier, Moment, wie war das so? Das Salt Meat. Okay. Passiert zu viel gleichzeitig. Da waren wir schon... Schönen guten Abend, Bruno. Okay, das war da, ne? Also, wir haben da sein. Dann machen wir erstmal Zeitlied am Schaf. Sein. Okay, jetzt rufen wir mal. So, in welches verdammte Verzeichnis wird das denn hier? Okay, dann gucken wir mal unseren Screenshot an. Okay, ich habe den zum falschen Zeitpunkt gemacht. Das war nicht so schlau, das müssen wir also nochmal machen. Obwohl, wenn wir jetzt weiß ich ja, was mich erwartet, dann können wir das, denke ich, auch gleich machen. Denke, dann habe ich genug Zeit, es aufzuschreiben. Das war da. Es ist unkomfortabel, sich hier zu bewegen. Also wirklich. Da. Okay. Erst haben wir nochmal einen Screenshot.
Oh, ich drücke, Moment, ich muss woanders hinklicken, weil wenn ich die Taste drücke, um einen Screenshot zu machen und das Spiel aktiv ist, nimmt das Spiel das als click anywhere to dismiss und so weiter. Also press any key to, ihr wisst schon. Und ich habe natürlich vergessen, Water Reading. Das ist so. Ich meine, ne, es ist ja nur ein Computerspiel, es ist ja nicht echt. Man glaubt, also ich glaube, dass mir das im realen Leben nicht so oft passieren würde. Wenn ich da unter Wasser irgendwie arbeiten müsste, ich würde nicht regelmäßig vergessen, mein Atemgerät mitzunehmen. Ich glaube, da denkt man da einfach dran. Das ist so der kleine Unterschied zwischen Rollenspiel und nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, hat das jetzt funktioniert mit einem Screenshot? Ja. Okay. So, da haben wir mal. Also, das Sign sagt: Follow the path in the clouds to the insect farm. Okay. And open the passage to the ogres that got true power. Four words will lead you to the goal. UK11 the encryptor. Oh, ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo das hinkommt. Wo das mit zu tun hat. Skriptorium. Da haben wir so, Moment, das ist irgendwas mit vier Worten? Moment, aber. Ich hätte jetzt gerade gedacht, UK Double, das klingt wie nach so einem komplizierten Wort. Aber das sind mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das geht nicht. Okay. Encryptor. Okay, Solitude and Shift Sign. Follow the path in the clouds. Haben wir irgendwas gesehen, was mit Clouds zu tun hat? To the insect farm and open the passage to the ogres that guard true power. Four words will lead you to the goal. Four. Oh, die four encrypted words. 1, 2. Und Power ist eins davon. Ja, ja, Moment, Moment. Was haben wir? 6 Letter. Wir haben 2x 6 Letters und 2x 5. Keine Buchstabendopplung. Clouds. Ja. Insect oder Farm, aber ich vermute mal eher Insect. Ich meine, Farm ist ein bisschen F-A-R-M, würde gehen. Ist ein bisschen zu einfach, aber and open the passage, nein. Ogres geht und Power haben wir schon. Okay, nehmen wir mal als Working Hypothesis, dass wir noch drei neue Worte einbauen wollen. Und das würde übrigens Sinn ergeben. Wir haben Power gemacht und sind nicht weitergekommen. Und wenn Power das letzte ist hier in dieser Reihe und das ist die Frage, ist das dann der Path in the Clouds? Aber in the Clouds sind wir ja nicht. Okay, also gucken wir mal. Das könnte definitiv was sein. Das ist, und wir haben Saltweed. Okay, also wir haben jetzt, was haben wir noch? Insekten mit dem Chef, das machen wir mal weg. Ich meine, hier ist Insect Meat, dann Insect Farm. Interessant, 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 okay. Also, dann nehmen wir das in die Hand und das kommt wieder hier rein. Das kommt noch hier rein. Was ist das? Whatever.
Okay, so, fertig aufgeräumt. Gut, dann. Das haben wir, das haben wir noch nicht. Okay, also next one. Hier ist auch irgendwas. Okay, wo hin? Da wollen wir hin und wir zaubern jetzt das Feuer. Kannst du ausprobieren. Vielleicht müssen wir. Wir haben nicht genug Wurmgut, okay. Bleib mal hier. Hab dich. So, Friend of the Fishes. Ich fange die Fische und befreie sie von dem Joch ihrer Existenz. Das machen Freunde, ne? Ja, ja, das ist. Dafür hat man Freunde. Okay. Ja gut, ich meine, dann holen wir noch mal ein bisschen Wormwood. Für den Fall, dass es das ist und das the favorite sweet for fishes. Gut, da. So, da haben wir jetzt was drauf getan, dann tun wir mal da was, nee, da was drauf und da was drauf und dann, wo könnte noch was sein? Das sind, also unter Wasser sind das, glaube ich, alle, der Rest hier, das ist über Wasser. Ja, dann sind es vermutlich nur die drei. Stück. Da hin. So, da wollen wir das runternehmen und stattdessen das drauf tun. Okay. Erwartungsgemäß noch nichts gebracht und theoretisch müsste jetzt. Wenn wir hier hingehen. Irgendwas passieren. Die Frage, wo? Na, hier wahrscheinlich. Ja, ja. Enter hier. Ja. Yep. Okay. Okay. Was ist das? Will ich das haben? Speichern wir mal. Schauen wir mal. Wahrscheinlich, weil das ist gut. Es ist ziemlich schwer ranzukommen. Also ist das wahrscheinlich etwas, was wir haben wollen. Unter Wasser ist immer ein Stress. Meine Güte. So, okay. Also, was haben wir hier gefunden? Ja. Da haben wir doch schon eins von, oder?
glaube, da haben wir schon eins von. Da kann ich mir langsam auch mal Gedanken machen, was ich dir noch geben würde. Und wer sonst noch was kriegen kann. Also bei dem Druiden ist relativ klar, die letzten Punkte, fünfte, also hier einen rein, Concentration, Fire Magic, Air Magic, Earth Magic, also deine vier nächsten Level, und so viele wirst du gar nicht mehr kriegen, kriegst noch zwei maximal, würde ich denken. Den Rest werden wir dann wahrscheinlich auch über Skillbooks machen müssen. Weil du sollst schon ein Overall-Zauberer sein, allein schon wegen der Resistances. Okay, aber hier ist immer noch irgendwas. Okay, das ist aber wahrscheinlich... Hier. So. Da wollen wir hin. Da wollen wir definitiv hin. Ich meine, hier kann nichts sein. Hier ist die Treppe. Aber ich glaube, da muss ein Feld Platz sein. Da ist eine Bodenplatte. Okay. Das war gar nicht so schwer. So, dann haben wir hier, können wir immer gebrauchen. Nicht so unbedingt. Können wir immer gebrauchen. So, hier hätten wir noch einen guten Wind. Nee, wird nichts bringen. Da waren wir schon. Okay, das haben wir geklärt. Dann haben wir... Das haben wir alles geklärt. Das haben wir noch nicht geklärt, oder? Die muss ich auch nochmal checken. Aber das sind eventuell nur... harmlose Sachen. Okay. Ja, das sind... Was ist... Das ist... Da, okay, wo die Bäume stehen. Ha, hallo? This is your ticket to the snail paradise. Give it to the portal master to travel. Ja, ja. Okay, Letter. Ticket to snail paradise. Ja, und das ist die einzige... Hier konnten wir nur von oben hin, weil wir mussten... So kriegt man diese Dinger hier kaputt. Wir mussten da drauf springen. Okay. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die nicht meinen konnten mit der Pickaxe. Okay, also mal wieder hier aufräumen. Was ist das überhaupt? Rogue Hood. Mehr Chestplate. Rogue Hood, da kriegen wir noch mehr Rogue-Sachen. Nehmen wir erstmal mit.
Gucken, wann wir die brauchen werden oder benutzen werden oder herstellen werden. Warum hast du das eigentlich noch an? Das brauchst du doch im Moment nicht. Okay. So, was haben wir denn jetzt noch, was unklar ist hier? Das hier. Das ist einfach, wo der Baum steht, ne? Okay, das ist, glaube ich, nichts. Das ist einfach nur ein Platz für den Baum. Okay. Okay, Snail Paradise. Give it to the Portal Master. Wer zur Hölle ist der Portal Master? Portal Master. Portalmaster. Bist du der Portalmaster? Wo bist du? Hier? Portalmaster. Wir hatten... War das der Portalmaster? Wir hatten diesen einen... Kampf gegen diesen einen Boss, wo wir danach den Stone gefunden haben, mit dem wir uns teleportieren konnten. Es war hier. Ups. Ich meine, er ist nicht der Portal Master, er ist der Master of Portals. Aber ich würde sagen, der ist nah genug dran, hä? Können wir da mal hingucken? Wollen wir da mal hingucken? Wo ist das? Müsste es da noch dahin? Ja, wollen wir noch. Ich meine, jetzt, wo wir schon mal hier sind und es eh Nacht wird, da können wir auch noch mal kurz in den Tempel gucken. Da war nämlich auch noch einiges unklar. So, da war einmal das. Nee, das hier. Nee, das war nicht klar. Das war nicht unklar. Das haben wir. Unklar war das und das. Ich vermute mal, das wird was Getimtes sein, weil sonst hätte ich das ja schon irgendwie... Ich meine, wir sind hier ja alles abgelaufen eigentlich. Was? Moment. Teleporter, okay. Und ein... Sag mal, ist das ein Gitter im Sinne des Spiels? Okay. Das ist ein Gitter im Sinne des Spiels. Also können wir hier einen Gegenstand wegteleportieren. Der... Okay. Es war eine Gittertür im Sinne des Spiels. Okay.
Das erklärt das. Okay, und er wird dahin teleportiert. Sehr schön. Okay, hätte ich gar nicht so viel kaufen müssen. Okay, okay. Kann ich eigentlich wieder mitnehmen, oder? Ich sag mal nein. Okay. Okay. So, das Ding ist ja ziemlich symmetrisch. Das, was wir noch nicht haben, ist das hier. Und hier. Ja, genau, das ist ja das Gleiche. Okay. Hier war das Problem. Das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Eine Sache hätte ich auch machen können. Wir haben ja das Problem, das Ding geht auf. Und so wie wir hier einen Schritt hin machen, geht's zu. Aber wir haben... Ja, da wird auch eine Pressure Plate sein. Das ist ja jetzt, fast gesichert, wenn ich mir die anderen Räume da so angucke. Achso. Oh, okay. Trick 17 spielen. Mhm. Meinetwegen. Das gab's in The Guardians auch schon. Dass man aus der Charakterhand werfen musste, weil man da ein bisschen niedriger wirft als wenn wir das mit dem Cursor machen. Secret. Schönen guten Abend, Mr. McDaunting. Hab dich jetzt erst gesehen, sorry. Wir finden Elixier der Resistance, Potion of Wisdom und eine Pupsbombe. Okay, dann wollen wir schauen, was du bist denn? Okay, wer braucht denn... Du brauchst auch Level? Was würden wir dir denn geben, wenn du noch ein Level, wenn du könntest, wie du wolltest? Ich meine, du wirst früher, später wirst du sowieso können, wie du wolltest. Wir könnten dir mal das andere in die Hand geben. Resistance ist plus 1. Hat irgendjemand eine Resistance auf 9? Du bräuchtest... Nee, du bräuchtest noch 8. Das hilft nicht. Dann geben wir es dir. Resistance für dich. Und... Ja, die sind tatsächlich hutlos, diese... Ich meine, sie haben gewissermaßen ja so eine Art, ne, die werden ja verschlossen sein, also könnte man argumentieren, dass es eine Art von, ich weiß auch nicht, Verschlusshut-Ding ist. Okay, Level up. So, ich hatte mir schon mal grob überlegt, wieso hast du denn den gekriegt? So, du kriegst erstmal den wieder. So, was haben wir hier? Mirror Greaves, mehr Mirror-Kram. War schon 2 Mirrors. So, was haben wir hier noch? Wir haben, das kann weg.
Was war das hier? Fifth Secret revealed to the one who finds the other four. Ich glaube, das haben wir jetzt getan. Yep, das ist jetzt... Okay. Ach du liebe Güte. Screenshot. Okay, das ist ja praktisch. Okay, ich glaube, das war auf der anderen Seite. Schreiben wir es einfach, also erstmal. Es ist alles unpraktisch. Das ist ein Secret. Was stand da? Moment. Screenshot. The, nee, schon falsch. Four Demons Guard Four Secrets. The Fire Demon loves to have his mustache scratched. Too much information. Whatever. The Air Demon loves music. Ja, das ist ja alles hochinteressant. Meine Hobbys sind The Water Demon loves sweets. Das, da habe ich, also das kann ich in Computerspiel Rollenspielsprache umformulieren. Der will irgendwie wahrscheinlich einen Kuchen haben. The Earth Demon loves to peep. Ja, aber das ist ja, ne? Don't judge. Piep. Sollen wir uns vor dir nackig machen oder was? Das ist ja. Schauen wir mal. Elixir of Life. Das geben wir dir. Elixir of Protection geben wir auch dir. Ja, der Paladin kriegt hier, der kriegt ja alles in sich reingeschmissen. Meine Güte. So, dann machen wir mal den Screenshot weg. Dann kann ich auch euch auch wiedersehen. So. Also, nicht euch, sondern den Chat. Ich kann euch nicht wirklich sehen. Das geht gar nicht. So. Oh ja, die haben es schon schwer. Okay, was? Demons? Moment, war da war da noch mehr, oder? Da waren wir da noch nicht fertig, oder? Ich meine, hier geht's technisch gesehen noch runter. Okay, Demons. Okay, Fire Demon loves to have his mustache scratched. Okay, Fire Demon ist der Kollege, ne? Ja. Also der Kollege. Und ich nehme an, von den Köppen bist du der, der das Symbol neben sich hat. Du bist kein Fire Demon, du bist einfach nur ein... Oder niederrangiger Fire Demon. Ich glaube, Fire Demon, du wirst der Fire Demon sein, weil du hast das Fire Symbol. So, Mustache, das ist da. Okay. Das war nett. Das war nett. Das war ein nettes Secret. Mustache gehört jetzt auf den Bereich klicken, wo sich üblicherweise ein Mustache
Mustache befindet. Das gefällt mir. So, was haben wir hier? Oh, ein Axe. Book of Fire ist für dich. Crossbook ist für niemanden. Okay. Ich meine, es ist hübsch hier alles. So, weg. Tomb of Fire, du. Wenn wir dir noch eins geben, dann würdest du danach auf 50 kommen und dann muss ich da nicht mehr drüber nachdenken. Dann würdest du danach auf 100 kommen, wenn wir dir dieses plus 50 geben. Ja, das ist am. So. Ex. Ich glaube das. Ich würde sagen, das machen wir mal als nächstes, weil das klingt mir, das könnte eine Verbesserung sein. Aber jetzt wollen wir mal gucken. Also, das haben wir gemacht. Ist hier irgendwas? Gut, ja, da wird okay. Das wird jetzt bei jedem das Secret sein. Okay, was hatten wir jetzt? Da hatten wir Earth wants to peep. Das ist ja mal. Okay, wants to peep. So, Earth ist sinnvollerweise der hier. Okay, das hat hungrig gemacht. Das war ein. Okay. Wants to peep. Wollen wir hier so. Ich meine, wir können ja jetzt hier lasziv vor ihn hinlaufen. So. Schwing, schwang, schwung, schwang. Ne? Okay. Vielleicht willst du Augen haben? Wahrscheinlich grüne, weil du. Ja, weil du. Earth bist? Okay, ich habe immer noch keine Ahnung, was das. Okay. Gauntlets, auch nicht schlecht. Crystal Gauntlets. Tomb of Earth. Mal gucken, wer das gebrauchen kann. Braucht schon mal wieder keiner. Okay. Tomb of Earth. Wer kann denn Earth Resistance gebrauchen? Also Poison Resistance. Ah, du nicht. Du auch nicht. Du könntest eventuell noch was. Gehen wir das. Am ehesten. Du hast 66, du hast 80. Aber du würdest ja eventuell. Earth 5 kriegen? Wahrscheinlich nicht, aber zumindest Earth 4. Aber Earth 4 bringt nichts, ne? Nö. Nope. Hier ist der. Okay. So, das war das. Dann haben wir. Können wir nicht durch. Sweets.
Haben wir hier irgendwo Teleporter? Ja, außerhalb. Was ist das hier? Aber das war beim letzten Mal gemacht. Ich habe die Truhe. Okay, gehe ich jetzt extra raus, um wirklich keinen Kuchen? Vielleicht nimmt er. Nee, das ist kein Sweet. Okay, aber erstmal, wie zur Hölle komme ich? Was ist das? Wie zur Hölle komme ich dahin? Ach du liebe Güte. Das ist mir. Da tut mir schon das beim Hingucken das Gehirn weh, deswegen gehen wir erstmal raus und holen lecker Kuchen. Obwohl, da müssen wir extra Kuchen machen. Habe ich noch genug Kram zu Hause? Weiß ich gar nicht. Das machen wir erstmal noch nicht. Der letzte kann warten. Ich weiß, ich meine, Eier haben wir, aber ich glaube, wir haben keine. Was brauche ich denn für Kuchen überhaupt? Das ist immer die Frage, will man Kuchen machen, hat man auch den Kram dafür. Hördercap haben wir, Egg haben wir, Palenut haben wir, Horn Fruit haben wir, glaube ich, nicht. Also zumindest nicht allzu viele. Also würde ich sagen, gucken wir erstmal, wie wir da hinkommen. Hier, wieder so. Sollte mal wieder speichern. So, wenn wir hier durchgehen. So, ich habe keine Ahnung, was Music ist. Wie zur Hölle? So kommen wir hin. Okay. Ja. Natürlich gibt es hier einen Kuchen, damit genau das nicht passiert, dass man nicht rumsteht und keinen Kuchen hat. Ja. Das ist Game Design. Elixir of Energy ist für dich. Oder? Energy? Nee, ist für dich. Ist alles für dich. Ist immer alles für dich. Ist alles nur für dich. Okay. Shield of the... Das ist Fire plus 20. 14 Evasion. Was meinst du mit wichtigen Dingen im Fokus? Achso, hä? Ein bisschen weniger Herz, oder? Gucken wir mal. Okay, also dann haben wir Kuchen. Zack. Hier war noch ein Open. Hier ist ein Button. Der ist überhaupt nicht mysteriös. Den können wir gleich mal wieder entmystifizieren. So. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo es dahin geht. Ach so, da! Das ist eine gute Frage. Ich hatte auch beim Öffnen der Truhe kurzzeitig das realisiert. Also
Also ich hatte den Gedanken, da links und rechts ist was. Nur das hatte ich dann, ich habe Kuchen gesehen, da habe ich schon wieder gleich alles vergessen. Aber das ist ein guter Punkt, speichern. Und zumindest mal runter gucken. Was gar nicht so einfach ist. Okay. Na gut, wir haben gespeichert. Schau mal. Okay. Bist du da? Ich sehe dich nicht. Ich glaube, ich mache Schaden. Also sage ich mal, du bist da. So, wir haben dich gekillt. Also warst du da. Mach das mal weg, Leute. Das ist ja... mal lieber vorher einen Happen essen. Nicht den Kuchen, Perks, nicht den Kuchen. So. Okay. So, ich nehme an, du teleportierst uns hier raus. Oh Gott, hier geht's auch noch. Hier geht's überall weiter. Okay. Oh, hierfür sind die... Oh, die haben wir alle. Hier können wir theoretisch rein. Ich vermute mal, dafür sind die. Okay. Du bist tatsächlich gestorben. Naja, dafür haben wir den Kram. Ich wollte gerade sagen, das Nervigste an diesen Kämpfen... Das Nervigste bei diesen Kämpfen ist diese ständige Lärmbelästigung. Aber er hat immerhin dazu geführt, dass ich nicht darauf geachtet habe, wie wenig Hitpoints wir noch hatten. Okay, hier haben wir... Vielleicht noch ein... Torch-Ding. Aber wir haben leider keine Torch mehr. Das ist ganz schön stressig hier unten, mein lieber Mann. Ja, das ist ja was. Am Ende eines Ganges, ne, empty, das ist verdächtig. Das ist sehr verdächtig.
Meine, wir haben ja gelernt. Ich würde hier ganz gern mal so irgendwie so ein. Okay. All Ale Dice. Snail. Paradise. Snail Paradise. Hier, there, irgendwie sowas. Weil da kommen wir ja nicht durch. Okay. Ich habe so Sorge, dass das da aufgeht, wenn wir da hintreten. Sind wir jetzt einmal rum hier? Ich glaube. Nee, da waren wir noch nicht. Aber hier sind wir nicht weitergekommen, okay. Also brauchen noch 1, 2, 3, 4, noch 4 Torches. Oh, guten Abend aus Verlag, gar nicht gesehen. Ja, war so eingenommen von unserer Erkundung da unten. Okay, erstmal Sachen essen. Wofür warten wir? Ah, nee, erstmal, wer war das mit dem Kuchen? Sweets. Water Demon. Water ist hier, ne? Ja. Moment, halt. Snail Paradise, deswegen ist mir das Wort so gleich eingefallen. Mich gewundert, irgendwie kam mir das doch, was ich da gesagt habe, bekannt vor. Okay, Snail Paradise is a thing. Das kümmern wir uns gleich drum. Oh Gott, wir haben wieder 12.000 Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Meine Güte, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. So, bist du der Kollege? Du bist der Kollege, ne? Du möchtest das haben? Und wir finden. Okay. Nice. Very nice. Will haben. Ist es cold? Wie ist denn da die allgemeine Situation? 55. Du brauchst cold. Okay, das haben wir noch nicht, aber da habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Das haben wir. Was ist das?
Wir müssen, by the way, auch überhaupt noch in diese Pits runter. Ne? Also wir sind ja noch lange nicht fertig. Okay, also ich mache mir mal Notizen hier. Also wir wollen 1, 2, 3, 4 Torches. Mindestens. 4 Torches. Wir wollen Forge machen. Wir wollen Skriptorium. Wir wollen Portal Master. Ich habe bestimmt schon wieder irgendwas vergessen, aber machen wir jetzt erstmal Portal Master. Oder schauen wir mal, was haben wir denn hier noch für Secrets? Temple Suppress. Ne, Elemental Temple 10 out of 12. Okay, eins fehlt noch. Hier. Und eins eventuell noch hier. Das wird wahrscheinlich nicht eins sein. Dann ist wahrscheinlich noch eins hier. Okay, das ist aber nachvollziehbar, wo uns da welche fehlen. Dann haben wir, wie viel fehlen uns in Crystal Lake? Fehlt uns noch eins? Okay, das wird mit Sicherheit das hier sein. Es gab doch in The Guardian, das war das nicht, hat das nicht irgendwie mit diesem Stone zu tun gehabt? In The Guardians, da gab es doch eine Flöte und man hat, ich weiß nicht mehr, wie das war, und man hat irgendwie einen Stein geworfen und hat dann die Flöte gespielt und hat sich zu dem Stein teleportiert oder irgendwie sowas. Ich meine, den Stein haben wir schon gefunden, den haben wir aber gleich benutzen müssen. Also das war nicht so super hilfreich. Okay, aber dann machen wir jetzt hier erstmal Portal Master. Das ist die falsche Treppe, ne? Nee, ist die richtige Treppe. Habe ich gewusst. Bin überhaupt nicht überrascht, dass es die richtige Treppe war. Absolut Absicht. Gut. Wir wollen, haben wir irgendwas... paar Sachen hier lassen. Ich meine, wir haben nur einen Schildträger. Es ist echt wirklich schade. Was könntest du brauchen? Da hatte ich mir auch schon mal was aufgeschrieben. Also du brauchst S3. Wo sind die Zauber? Hier. Fire 4 ist noch weit weg. Water 3 ist auch noch weit weg. Den hätte ich aber ganz gern. Earth 4 ist schon eher erreichbar. Fire 3, den hätte ich auch gern. Der wird auch wichtig. Earth 3, Water 3. Wenn du Water 3 hast, dann könntest du Remove Curse mit Fire 2... Das ist eine Entscheidung. Und dann pumpen wir alles in dich. Hast du? Was hast du für Zauber, die du lernen willst? Meteor Storm willst du nicht. Und Jump auch nicht. Du hast keine Zauber, die du lernen willst. Das ist schon mal gut. Also pumpen wir die Skillbooks in dich. Wahrscheinlich. Und du hast. Moment, du hast auch noch ein Level-Up. Okay, wir können ja mit dir arbeiten. Was hast du? Armor bist du voll. Brauchst du nichts mehr. Wir können auch dich eventuell noch Crowd of Void oder wie das hieß, dass wir dir den Constitution-Punkt wegnehmen. Da haben wir noch einen Punkt mehr. Aber ansonsten würde ich sagen, tun wir hier mal, was waren die Zauber?
Fire 4. Nein, das klingt schon gut. Strength, Accuracy und Critical Strike für alle. Remove Cost 200 ist natürlich dicker Brocken. Mars Heal. Ist die Frage, ob ich da im Kampf zu komme, ob es da nicht besser ist, wenn ich dann einfach die Earth 3, Water 3. Regain Sight, Fire 3. Also Water 3 auf jeden Fall und dann, okay, Water 3. Und dann, ja, weißt du was, dann geben wir dir den Punkt in. Earth und dann kannst du Mars Heal lernen. 900 Experience, okay, für was? Ach, du hast doch das, genau, du hast das Seek of Knowledge Ding. Okay. Mhm, gut, gut, gut. So, wir wollten, was wollte ich? Ich wollte Sachen wegbringen und dann zum Portal Master. Das haben wir, Gottes Willen. Okay, was brauchen wir denn hier alles? Copper Nuggets, das lassen wir erstmal hier. Also fangen wir mal an. Copper Nuggets und Hide. Was passiert eigentlich, wenn wir das Ding schon mal dem Kollegen geben? Er muss ja nicht alle auf einmal kriegen. Wir können das ja vielleicht auch aufteilen. So, das ist das. Dann Copper Nugget. Das ist gleich hier, okay. Das ist nur Hide. Das ist Ohr und Blue Gem. Ja, ich weiß, du kannst sie nicht mehr benutzen, geben wir es dir. Blue Gem. Das ist Ohr und Blue Gem, das ist Cloth und Blue Gem. Okay. Portal Master und dann, obwohl erstmal. Guck mal, ein Eichhörnchen. Erstmal kurz, was hier der Auftraggeber. Vielleicht gibt er uns ja irgendwas, was wir brauchen. Wo war der verdammte. Okay, bitte sehr. Obwohl, will ich das machen? Will ich das ihm geben oder will ich damit eventuell. Nee, ich gebe ihm das noch nicht. Weil in The Guardians konnte man mit den, waren die Essences, konnte man die an, bestimmten Altären benutzen. Und vielleicht schließen wir uns damit eine Möglichkeit für einen alternativen Handlungsstrang aus.
Nee, das behalten wir. Ich meine, wir wissen jetzt, wir kriegen eine Menge Erfahrung. Also, was heißt, wir kriegen Erfahrung für und ein Red Gem, was nett ist. Aber vielleicht heben wir uns das einfach auf. Wenn wir sie ihm am Ende geben müssen, dann kriegen wir die Red Gems und die Erfahrung halt erst später. Aber es könnte durchaus sein, dass, wenn es diese Elemental Altars gibt, dass man da vielleicht mit den Essences was machen kann. Und sinnvollerweise. So, das habe ich alles schon gemacht, ne? Ja. Das habe ich auch gemacht, das habe ich auch gemacht, das habe ich auch gemacht, okay. Dann lassen wir das hier. So, also Portal Master. Gott, wo war der? Der war hier. Hier, der war hier. Hier gibt es auch keinen kurzen, keinen schnellen Weg rein, ne? Nope. Ist lustig, wie die Spinnen hier immer neu spawnen, wenn wir hier langlaufen. so, dann wir wollen. Ich glaube, der Eingang ist da ganz gut, oder? So. Das ist der Ticket to Snail Paradise. Hey, hab so ein Gefühl. Das gab's in. Nicht in. Das gab's in. Legend of Grimrock 1 war das. Da gab es so ein Gauntlet mit. Es waren keine Snails, es war irgendwas anderes. Vielleicht ist das ja also. Ich glaube, das hieß Fighter Challenge oder so. Oder wurde zumindest so genannt. Das könnte ich mir vorstellen. Du hast noch irgendwas zu essen? Nein, brauchst noch nichts, okay. Na gut, schauen wir mal. Paradies der Schnecken, wir kommen. Ihr seid feindlich? Ja, okay. So, also wenn wir poisonous meat brauchen, hier kriegen wir es. Okay. Noch mehr? Ja, natürlich sind ja noch mehr. Thank you.
Okay, ich meine, es sind Snails. Ich meine, es sind die abgegradeten Snails, aber es sind. Weiterhin Snails. Okay, ein bisschen zu viel Poisonous Meat, da geben wir das mal dir. Ich meine, hier ist überall irgendwas, aber alles nur so ein bisschen. Ich meine, vielleicht ist das... Nope, hier ist was, okay. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das alles nur ein Gag, aber... Was haben wir hier? Snaking Bracer. Klingt gut, keine Ahnung, was das ist. So, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Okay. Snail King Bracer. Hier. In der Tat. Zumindest. Also, sie sind. Die Schnecken sind in diesem Fall nicht besonders wohlschmeckend. Das können wir zumindest mal festhalten, weil sie ja dieses nur Poisonous Meat durch Schlachtung fallen lassen und nicht, wie sich das gehört, nahrhafteres Fleisch. Das ist schon eine ziemliche Frechheit, aber ich meine, dafür sind wir hier ja in ihr Paradise eingedrungen und... Oh. Was man jetzt ja auch mal irgendwie... theologisch analysieren könnte, was wer wir dann genau sind, wenn wir jetzt ja technisch gesehen, haben wir die Snails aus ihrem Paradies vertrieben oder nicht? Man könnte ja fast meinen, vielleicht ein bisschen, dann wären wir ja, nicht wahr, wären wir dann. Okay. Della. Nope. Okay. Oder haben wir sie, oder wir haben sie erst recht ins richtige, in ihr richtiges Paradies befördert. Das war hier nur so ein Vorparadies. Also so, nicht vor Hölle, sondern vor Paradies. Und jetzt haben wir sie durch Entzug des Lebensberechtigungsscheins ins richtige Paradies überführt. Oder irgendwie sowas. Ja, oder Terrorist. Gott oder Terrorist, eins von beidem. Okay, ich glaube aber, wir haben hier jetzt alles, oder? Nee, immer noch nicht. Meine Güte, hier ist aber auch... Ja, ein Stein. Hätten fast den Stein übersehen. Gott sei Dank haben wir den Stein gefunden und den Pilz. Steinpilz. Da. Wie ihr euch denken könnt, war das ein spontaner Einfall. Spontane Einfälle sind oftmals nicht besonders gut. So, ich glaube... Ja, und... Nee, das ist nichts. Ich meine, es wird hier keinen Durchgang geben. Ich meine, es sieht fast so aus, als wäre hier was. Aber es wird hier keinen Durchgang geben, weil dann wäre da dieses ganze Rätsel mit dem Message und dem Portal Master ja
für die Füße. Okay. Das lassen wir mal hier für den Fall, dass wir da nochmal hinwollen. For later use. Und jetzt nehmen wir das Ding. Damit kommen wir nämlich einfach wieder raus. Okay. Das haben wir erledigt. So, Zettel. Ich hatte mir... So, also, dann brauchen wir... Okay, dann brauchen wir Forgen. Und mal gucken, was wir da für Kram bei finden. Dazu müssen wir hier erstmal wieder raus. Haben wir eigentlich eine neue Woche? Oh ja, schon seit einer Weile. Also auch nochmal in den Shop gucken. Machen wir das erstmal. Shop ist hier. Och nee, euer Ernst. Eins könnten wir vielleicht kaufen, wenn wir uns sehr ranhalten. Obwohl, wir haben eine Menge zu verkaufen. Okay, da mache ich meinen Hard Safe. Das ist ja... Okay. Ja, zwei werden wir uns nicht leisten. Obwohl, wir haben eine Menge, das wir verkaufen können. Ich meine, das will ich jetzt nicht alles machen. Zumal ich mich da ja wahrscheinlich erstmal wieder schwierig entscheiden muss, was ich alles verkaufe. Aber... Okay, dann schauen wir mal, was wir... Red Gem, Wormwood, Mudwood, Poisonous Meat. Okay. Poisonous Meat, Mudwood. Bereiten wir das schon mal vor. So und so und so. Und dann gehen wir jetzt mal forgen. Also schmieden, nicht forgen. Ja. Und gucken mal, was wir davon behalten wollen. Also fangen wir mal mit den Sachen an, die wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden behalten wollen. Das wäre Wizard's Mantle. Cloth und Blue Gem.
Okay, noch ein Turm auf Null. Okay, das werden wir dir auch noch geben. Okay, eins am anderen. Also, das war das. Das wollen wir definitiv haben. Wir wollen definitiv haben, ne? Das. Ziemlicher Sicherheit. Ore und Blue Gem. Ore und Blue Gem. Can be used underwater. Nice, aber hat keinen. Hat leider kein Armor-Dings. Flurry of Slashes. Die waren ein Rezept, genau. Die wollen wir auch in jedem Fall uns angucken. Also die werden wir wahrscheinlich auch bauen und behalten. Sagt Lonapun, das Ding kann weg. Ich würde dann wahrscheinlich damit arbeiten. Ja. Für andere. Aber ich will das jetzt mal über Wasser ausprobieren, wie gut die Axt ist. Wie ist denn der Schaden mit dem Ding? Kaum besser, aber. Hat auch kein Plus Accuracy. Hat die das? Nee, aber die ist 25% Ignores Armor, das ist schon. Die ist ein bisschen schnell. Ich meine, die hat einen besseren. Die hat einen besseren Special Attack, weil dieses Knockback ist ziemlich nutzlos. In 95% der Fälle. Probieren wir mal, gucken wir mal. Also, das ist auf jeden Fall, das wollen wir auf jeden Fall behalten. So. Dann zack. Ich nehme an, weil da so viel drin war, das ist entweder All Stats plus 1. Oder also All Stats plus irgendwas oder All Resistances plus irgendwas. All Stats plus 5. Das ist nicht unerheblich. Okay, dann machen wir dich zum Snail King. Du passt ja farblich auch zu deiner Hautfarbe und zu deinen Schuhen, gegen die wir auch irgendwann mal was machen müssen. Breastless of Ignis. Das Ignis. Wer könnte. Okay, faster Cooldown kann jeder gebrauchen. Ich meine, die Werte, die plus 5, das könnte ja auch jeder gebrauchen. Brauchst du faster Cooldown eigentlich? Ich meine, das Schöne ist, wenn wir das dir geben, du müsstest jetzt. Du bist immun gegen alles, nur aufgrund deiner. Okay, naja, geben wir dir das mal. Dann geben wir das. Das könnten wir eventuell noch verzaubern, vielleicht. Dahin, was hast du? Energy, das ist nicht so wichtig. Okay, dann haben wir jetzt so ein bisschen wie in der Family. Wenn der Älteste etwas Neues bekommt, kriegen die Jüngeren die Sachen zum Auftragen. Ich meine, das ist nicht schlecht, aber brauchen wir nicht mehr. Du hast jetzt ein bisschen Health Regeneration. Du hast nicht viel Health, also ist das schnell regenerated. Das ist meine Logik dahinter. Okay. War auf jeden Fall ein cooles Item. Also das Snail Paradise war eine feine Sache. So, Crystal Gauntlets ist eine sehr gute Überlegung. Mirror, die ganzen Mirror-Kram. Rokehood. Okay, dann jetzt mal. Also ich meine, im Endeffekt, irgendwann machen werde ich es. Ich meine, ich kann es auch jetzt machen. Weil machen werde ich es in jedem Fall, weil ich ja die, ich will ja die Item-Sets auch auf meine Liste kriegen. Also allein schon deswegen. Das ist Dexterity. Der Vorteil von dem Lurker-Ding ist halt, dass es Critical macht. Und du auch
Du hast 4 unused Skill Points. Wir könnten dir zum Beispiel Armor. Du hast 4 unused Skill Points. Brauchst du das noch? Nicht wirklich. Dann geben wir dir Critical und Armor. Dann haben wir nämlich die Option, dass wir dir Light Armor geben können mit dem Rogue-Ding, weil das Light Armor ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Okay. Ja, das wollen wir auch behalten. Machen Fortschritte. Dann haben wir noch die Mürgis und das Ding. Oh, Blue Gem. Ja. So, ich meine, die werden wir... Oh, die sind gut. Ja, ja, der ganze Crystal-Kram wird ziemlich gut sein. Wir haben schon einen Teil. Dann kann das hier bleiben. Das wäre auch eventuell eine Rüstung für unseren, für den Fight, vielleicht sogar, weil du hast, du wirst nicht Light Armor kriegen. Moment, haben wir? Wir können doch noch mit einem Skillbook vielleicht Armor kaufen. Das wäre Basic Armor, ja, kann man machen. Haben wie viele? Weil dann würdest du. Moment, was mal. Stopp. Mach das irgendwie. Ja, das wäre was für dich, weil es keine. Weil es deine. Obwohl, du brauchst Resist nicht. Andererseits macht ein Mirror vielleicht noch was anderes. Okay, also das merken wir uns mal. Eventuell Mirror für unseren Monk. Der zwar die Resistance nicht braucht, aber es hat halt den Vorteil, dass es seine Dings nicht verändert, seine Attributes. Das kann weg. So, was haben wir? Wir haben doch noch mehr von dem Rogue Pants haben wir. Archmage Loafers, das ist... Die brauchen wir eigentlich nicht. Können wir also hier lassen. Skull Helmet brauchen wir nicht. Hide und Hide. Haben wir noch so viel Hide? Okay, dann machen wir den Kram auch noch. Weil einfach nur damit. Ich will auch wissen, was das Set macht. Und da das ja hier in unserer Liste erscheint bei dem Buch, ist das auch, denke ich, etwas, was ich Completionist-mäßig erledigen will. Also Gloves und ich glaube, das Set ist es noch nicht, der fehlt noch ein Teil, ne? Ja, der fehlt das Brustding. Und eventuell auch die Schuhe. Oder hatte ich die nicht schon? Was sind die? Ah ja, da kann ich irgendwas, das suche ich irgendwann mal durch. Also im Moment ist Rogue für dich allerdings noch nicht relevant. Also tun wir es erstmal hier hin. Das kann... Ja, da werde ich mal... Da werde ich mal richtig durchgucken müssen. So, das kommt... Hierhin.
Das kommt hier hin. Hier ist übrigens der ganze Kram, den wir verkaufen können. Und hier ebenfalls. Welches ist das? Plus 1. Haben wir besseres. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. So. Okay, das haben wir gemacht. Ja, ich horte gerne in Computerrollenspielen, insbesondere in so einem wie diesem, wo man gerne auch mal irgendein Item noch für irgendeine komplett abstruse Sache braucht. Wie zum Beispiel, weiß nicht, irgendwelche Rezepte, irgendwelche alten oder so. Wir haben, nee, das Brustteil haben wir noch nicht. Das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts. Das bringt uns alles nichts. Okay. Gut. Die behältst du. Das ist Crystal Gauntlets. Ja. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Das ist auch okay. So, dann haben wir, was haben wir jetzt vor uns? Die Torches. Können wir auch noch machen. Ja, ich würde sagen, was wir jetzt erstmal machen, ist eine kleine Pause. Ich brauche mal ein neues Heißgetränk und danach werden wir mal kurz ins Skriptorium gucken. Was habe ich gesagt? Die Worte muss ich mal noch aufschreiben. Die werden wir ja, ich glaube, wenn ich mal kurz auf meine Karte des Skriptoriums gucke, sieht das kompliziert aus. Was war das? Clouds, Insect, Farm, na wahrscheinlich Insect, Ogres und noch irgendwas. Power haben wir schon. Ich denke, das können wir mal live on the fly versuchen. Ich glaube, das sieht nicht allzu kompliziert aus. Ja, aber wir machen eine kleine Pause. Wir sehen uns in 3 Minuten wieder und dann geht's weiter mit Final Adventure. Also bis gleich.